willkommen zurück zu Existenz jetzt bei Little Inferno. Der letzte Katalog wird es wohl sein und den werden wir uns jetzt mal geschwind kaufen für 525 Tacken. Was ist das? E-Mail, die Kommunikation von morgen schon heute. Kaufen wir uns doch mal. Das ist aber, wenn der Katalog so teuer war, müssen wir mal gucken, wie schnell wir hier die Sachen kaufen können. Laserpointer, auch den wollen wir haben. Musiknoten, mit genug von diesen könntest du eine Symphonie komponieren. Brennender Globus? Wie brennt? Es brennt nicht wirklich, es ist nur alles auf deinem Kopf. In deinem Kopf. Okay, alles klar. Kann man so Sonne kaufen? Eine Spielzeugrakete. Wie cool. Da sind ja irgendwelche Viecher drin. Okay. So. Oh. Cool. Packen wir die E-Mail mal hier hin. Was haben wir hier? Den. What? Ist ja geil. Oder auch nicht. Der zerbrennt ja alles. Er zerschneidet ja alles. Das sind die Noten. D. Was ist das? Achso. So, der brennende Globus. Was haben wir hier? Die Rakete. Hoffentlich hebt die nicht gleich ab. Was haben wir denn hier? Oh. Is it Sugar Plums? Hallo. Ist da wer? Na, das dürfte wohl Sugar Plums sein. So, wir können jetzt eh nichts verkaufen, aber irgendwas wollte ich noch. Das fand ich so witzig. Die Marshmallows. Frag mich nicht wieso. Die Marshmallows fand ich auch witzig. Wir haben ja letztens beim Schneiden noch eine Folge angeguckt, natürlich. Und da habe ich erstmal gesehen, wie geil die eigentlich waren. Und da wir uns ja jetzt ja eh stark auf das Ende zu bewegen, habe ich gedacht, können wir nochmal die Best-of verbrennen? Kann ich so ein Marshmallow zerschneiden? Na, komm. Tatsächlich. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Oh geil, was ist das? Okay. So, das war ja schon mal ein guter Auftakt. Dann geht es jetzt weiter mit einer stylischen Sonnenbrille für den modebewussten Herumtreiber. Ein Computerwurm. Er hat sich aus einer einzigen Zelle Code entwickelt. Code? Code. Nostalgisches Radio. Runder Götze. Ey, wenn es jetzt nicht wie in den ganzen Götzen letztendlich dann noch irgendwie eine Kombo gibt, dann weiß ich aber auch nicht. So. Achso, Kombos. Wie immer mal gerne gucken. Guckt euch das mal an, das gefällt mir. Lol, Katze, immer noch. Flüssige Diät. Ausgeflipptes Essen. Holzblöcke. Eigentlich dürfen wir jetzt ja eigentlich alles haben. Flugzeugmodus, Meter, Gehirne, Ahoi. Mach es aus, farbige Flammen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwie, dass die Flammen farbig wird. Orchestrale Kombo, Mondscheinsonate. Zugedröhnte Midlife-Crisis-Kombo. Bärenfell-Bettvorleger. Okay, Feuerwerks-Kombo, rotierende Klingen. Baumfeld-Pokerhand. Ah, Pokerhand hatten wir doch hier. Diese Pokerkarten. Entensaison, Jagd-Kombo, Nuklearrasur, ach du Scheiße. Männliche Kombo, Ziegel- und Mörser-Kombo, SMS-Teenie. Ach du, hör doch auf. So, wir gehen erstmal weiter gucken. Ein Brief kommt. Da ist der runde Götze. Wir nennen ihn einfach mal Mario. Kann ich dir die Brille aufsetzen? Nein. Spinne! Naja. Du bist ja putzig. Blablabla. So, ziehe mich. Ich ziehe dich doch. Was haben wir hier? Es ist so hell. Es schmerzt, meine Augen zu öffnen. Geht die Sonne auf oder unter? Ich habe sie so lange angestarrt, aber ich konnte es nicht erkennen. Aufgehen oder untergehen? Es schmerzt in meinen Augen. Würdest du mir bitte eine Sonnenbrille schicken? Chicken? Okay. Geht jetzt gerade nicht, Chiri? Okay, wir verbrennen erstmal. Burn! Oh, was ist das? Okay, oh, man kriegt auf jeden Fall gut Kohle rein, das muss man schon sagen. So, dann werden wir jetzt mal diese komische Brille kaufen. Aber erstmal kaufen wir den Transhumanisten-Actionfigur. Nachdem er nun mehr Maschine als Mensch ist, ist er endlich bereit, sich zu verbinden. What?
Bahnübergang. Ding, ding, ding. Etwas kommt aus dieser Richtung, aber die Strecke ist schon seit Jahren geschlossen. Und ihn haben wir noch nicht. Miniatur-Pluto. Man kann ja schon raten, was da noch kommt. Da müssen wir den Mond wahrscheinlich näher nochmal nehmen. Ach, komm schon. Ach, komm schon. So. Ich würde mal eine richtig geile Explosion haben. Was bist du denn für ein Honk? Spinner nehmen wir noch mit. Oh, mit Durchmacher. Sehr gut. Okay, das ist dieses Railroad-Schild. Ach, komm schon. Gibt es denn hier irgendwas in Richtung Planeten oder so? Eisplanet. Haben wir hier nicht irgendwo Eis gehabt? Eis, 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 Baby. Eis. Wo ist das Eis? Das ist Eis. Und noch irgendein Planeten? Habe ich den Götze jetzt hier stehen? Ach, den habe ich schon verbrannt, ne? Das dauert immer so lange. Ah, der zieht wieder alles an. Nein! I forgot. Eine Sonnenbrille schicken. Ja. Jetzt kommt sie. Oh, ich kann ja auch Eiswürfel schicken. Nachricht verschickt. Nicht. Oh, ich hasse dieses Geräusch. Ah. Na, lieber schnell alles verbrennen. Wow. Den Eiswürfel hat irgendwie nicht erwischt. Jetzt komm schon, brenne. Und da kommt auch gleich schon ein Brief. Aber wir kaufen erstmal die nächsten Sachen. Und zwar Mama und Papa-Bots. Erhält ein Mama-Bot und ein Papa-Bot, so wie es die Natur vorgesehen hat. Alles klar. Südpol. Was ist das denn? Deko-Marienkäfer. Das kostet aber echt viel jetzt. Welch stylische Sonnenbrille. Tatsächlich, die jetzt sieht so aus wie, keine Ahnung. Es scheint mir, als hätte ich sie vor langer Zeit bestellt. Ich dachte schon, du hättest sie vergessen. Ey, wir haben uns aber echt beeilt, oder? Habst, ich wusste, du würdest sie nie vergessen. Deine Lieblingsnachbarin. Ich bin zurück. Aber es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Okay. Sie macht es mysteriös. Wir verbrennen einfach mal den Brief. Ich habe was zum Kaufen. Ach, falscher Katalog. Klonfabrik. Wissenschaft des Kreationismus. Internetcloud. Oh Mann. Ach, wie lange dauert das denn? Ach, da kommt ein Brief, okay. So. Es gab ein großes Feuer, das haben wir mitgekriegt, Mädchen. Es war so hell, ich konnte meine Augen nicht öffnen. Es war so, als ob ich Millionen von winzigen Leuchtkäfern um mich herum schwirren würden. Ich zerfiel in Milliarden von Teile und flog davon. Ich flog raus, raus aus dem Kamin heraus. Raus, raus, raus. So wie alles andere. Und ich kam zurück, um dich mitzunehmen. Hoffentlich kommt die hier nicht gleich durch den Kamin. So, jetzt komm schon. Ach, Mann. Los. Ah, das ist der Mama-Bot. Das ist der Papa-Bot. Und der Nordpol. Und... Ach du Scheiße. Mal geil. Da kommen ja ordentlich. Komm her. Los. Komm, Käfer. Okay, das gibt es wahrscheinlich nur einmal. Mama, Bob, brenn. What? Wieso schneit's denn jetzt? Why is it snowing? Okay, weiter geht's. Klonfabrik. Ach du Scheiße, guck dir mal die Preise an. Da muss ich nochmal andere Sachen kaufen. Was haben wir jetzt in dem Katalog? Klonfabrik, Kreationismus. Ungläubige werden vom Rand der Welt gestoßen. Internetcloud. Dann nehme ich nochmal das hier. Gibt es noch etwas Internetmäßiges? Ja, nö. Vielleicht ist das ja irgendwie eine Kombo. Oh, komm. Oh. So, das muss hier alles ein bisschen weg. Burn, burn, burn.
So. Das wäre geil, wenn jetzt Leute rauskommen. Das wird bestimmt noch passieren, ne? So. Ach, soll ich es holen? Nein, ich hol's nicht mehr. So. Ach, die Internet-Cloud wollte ich doch haben. Ach, die habe ich ja noch gar nicht. Ah, das ist ja dämlich. Na, dann müssen wir erstmal das verbreiten. What? Ah, da laufen sie. What is this? Verbrennen! Boah, was haben wir denn da jetzt für einen Scheiß hier liegen? Komm her! Okay, die Leute verbrennen hier immer noch. Okay. So. Ah, jetzt kommt nochmal dicker Klotz raus. Ui. Gut, dann können wir jetzt die Internet-Cloud kaufen. Und ich glaube einfach mal, weil das so ähnlich aussieht, nehmen wir nochmal die E-Mail. Und schon sind wir wieder bankrott. Ist das nicht herrlich? Dann mal gucken, ob wir hier eine Online-Piraterie. Pirat. Was haben wir noch? Mini-Milchstraße. Sonnenblume. Haben wir irgendwas, was wie die Sonne ist? Was wie die Sonne? Sonnenblume. Blitzeiswolke. Nicht wirklich, ne? Da haben wir schon Alien. Hier eine Sonne dabei. Pluto. Ist ja nix mit Sonne dabei. Ich muss jetzt mal überlegen. Was bist du? Die Nuke war auch geil. Sonne, 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 Sonne. Ein Safter. Muss man auch diese Pappdinger auch mal miteinander verbrennen. Schneekugel. Madruschka, Bupa. Madruschka. Dobre den. Es sieht nicht so aus, als hätten wir hier irgendwas Sonniges. Oder ich bin zu blöd, es zu sehen. Es kann ja auch nur das sein. Da ist die Miniatursonne. Okay, alles klar. Dann hat sich ja schon erledigt. Dann war das wahrscheinlich jetzt hier alles für die Katz. Oh, komm, das wird jetzt. So, die Blume. Yeah. Captain Jack Sparrow setzen wir mal hier oben drauf. Nicht verbrennen. So, dann mal gucken, ob das zumindest irgendwie vielleicht eine Kombination ist. Achso, das ist ja die Internet-Cloud. Online-Piraterie. Okay. Und noch eine. Soll das Spam-Wolke-Kombo? Okay. Boah, jetzt kommen auf jeden Fall schön ordentlich die Gadgets hier rein. Ah, aber immer noch nicht genug Geld. Ey, das ist ja echt teuer, ey. Was haben wir hier? Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Brennende Holzscheite und Roboter. Haben wir gehabt. Und Würste und winzige Galaxien haben wir auch gehabt. Und Batterien und schreiende Käfer, natürlich. Ein explodierendes Sonnensystem. Wir haben sie über Tage und Stunden hinweg ins Feuer geworfen. Ja, so lange nur auch nicht. Aber sind sie nicht wichtig? Sie wurden dafür gedacht, nicht wichtig zu sein. Little Inferno Entertainment Fireplace war dafür gedacht, nicht wichtig zu sein. Ja. Es ist Zeit. Es ist Zeit, dein Haus niederzubrennen. What? Es konnte ja nur so enden. So, wir machen mal den Shit hier mal weg. 552. Diesen Weg entlang. Das ist ja übel. Gut. Sonnenblume. Mini-Milchstraße. Milchstraße. Wie viel sind denn das? Planeten. Es ist ein Zeichen. Polarbär. Na, wenn das mal nicht hier der Süden ist und dieser olle Buch. Und dieser olle Bär. Ist der Bär. Okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen aus. Züge. Der gelbe Ziegelsteinweg. Wellpappen-Kombo. Okay, also alles, was irgendwie aus Wellpappe ist. Wellpappe, wo bist du? Ach du Scheiße, hätte ich vielleicht das eine gar nicht verbrennen sollen, was wir da geschenkt bekommen haben. Komm mal, du bist schon mal eine Wellpappe. Du bist auch eine Wellpappe. Ach, ich war zu aufgeregt. So. Hier ist immer noch was Grünes. Kannst du noch verbrennen? Nein. Okay, den Brief haben wir mal eben. So, damit machen wir erstmal Platz. Dann haben wir wieder unseren Kumpel.
Und was wollte ich jetzt holen? Scheiße, schon wieder raus. Wellpappe. Was habe ich denn jetzt bestellt? Das war Polarbär und... Okay, irgendwas Wellpappiges. Du bist Wellpappe. Noch mehr Wellpappe? Oh, da, ne? Ist das Wellpappe oder das Holz? Ich glaube, das Holz, ne? Wellpappig? Papi, Papa, Pappe? Nö. Okay. So, ich hoffe doch jetzt einfach mal, dass das passt soweit. Was dauert denn da so lang? Oh, ne, komm, das hole ich. Hä? Was? Ach du Scheiße. So. Hoffentlich gibt's ein Kombo. Eine. Polarbär-Kombo. Juhu. Komm, Bär. Nicht einfrieren. Oh, jetzt nur der Kopf da. Eieieiei. Oh, 609. Da kann ich ja was Neues kaufen. Die Sonne kann ich kaufen. Toll, dann kann ich nur die Sonne verbrennen. Tisch ist ja blöd. Ist die nicht auch Weltpappe gewesen? Wenn ich jetzt nur die Sonne nehme und es dauert 5 Minuten. Oh Mann. Mini-Milchstraße. Zukunft ist so hell. Robotische Zukunft-Kombo. Haben wir denn etwas Roboter-Technisches? Roboter, Roboter-Zukunft, Roboter-Zukunft. Roboter-Zukunft. Roboter, haben wir Roboter. Zukunft. Thirsty, thirsty. Klammerbot. Was noch mit Zukunft? Aber es ist ja nichts mit Zukunft, oder? Noch was? Wie viel sind denn das? Wo waren das jetzt? 2 Stück. Na, vielleicht reicht das ja auch schon. Ach, komm schon. So, wir nehmen dich nochmal und... Nicht. Bitte, Roboter Zukunft. Brennen. What the fuck? Bleib hier. Alter. Okay, das war auf jeden Fall keine Kombo. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, ob wir jetzt die Sonne vielleicht einfach mal nehmen. Ah, shit, das ist aber nur die Sonne. Aber was gibt die denn für Punkte? Schlafende Götzen, also doch Götzen. Okay. Dann kann ich ja schon mal anfangen, die Götzen zu kaufen. Götze 1. Götze, wo ist noch einer? Eieiei, dreckiger. Ne, dreckiger Götze. Das ist der dreckige Götze. Und der andere kostet 80. Okay. Jetzt komm schon. Ich glaube, wir müssen ja nur alles einmal verbrennen, dann ist das Spiel aber auch schon zu Ende, oder? Ach, stimmt, das waren ja 5 Minuten. Sonne! Moment! War hier nicht noch irgendeine Kombo? Sonnenblume. Ach, ich habe kein Geld mehr. Ah, wie ärgerlich. Nein, dann verbrenne ich sie mal. Kann man die Sonne verbrennen? Es ist Zeit zu gehen. Erinnerst du dich? Einige Dinge sind spezieller als andere. Es gibt 4 Gegenstände. 1, 2, 3, 4. Sie haben etwas Besonderes an sich. Erinnerst du dich? Verbrenne sie zusammen. Es ist Zeit. Ach du Scheiße. Kann ich die Sonne gar nicht verbrennen? Ich kann die Sonne nicht verbrennen. Wieso kann ich denn die Sonne nicht verbrennen? Kann ich dich verbrennen? Oh no! Spinny! Hä? Okay, kann ich mir jetzt vielleicht die Blume holen? Oh no! Wow!
Hoffentlich gibt es hier einen fetten Check. 670. Immerhin. So. Das hat aber Ewigkeiten gedauert. Dann nehmen wir jetzt auch mal hier den runden Götze. Oh, jetzt habe ich echt keine Briefmarken mehr. Doof. Sonnenblume. Jetzt müssen wir eigentlich nochmal die Sonne kaufen. Und dann dauert das wieder 5 Minuten. Okay. Spamwolke, es ist ein Zeichen. Sonnenblume. Mini-Milchstraße. Es dürften wohl die ganzen Planeten sein. Vor dem Internet-Kombo. Brille und Schnurrbart-Kombo. Lernen macht Spaß. Weltreisender-Kombo. Hölzerner Applaus. Ketten-E-Mail. Okay. Ein Brief kommt. Erstens, zwei, drei, vier. Du hast sie mir bereits einmal gegeben. Du hast mir jeden Gegenstand geschickt. Ich musste sie mir nicht einmal. Ich musste mich nicht einmal umdrehen. Verbrenne sie zusammen. Es ist Zeit. Okay, also das Spiel drängt uns zum Ende des Ganzen. Obwohl ich noch gar nicht alle Kombos habe. Götze, komm hier. Komm her, du runder Götze. Komm, ich mach nochmal die Sonne. Nein, ich mach jetzt erstmal die hier. Wusste ich's doch, schlaf mal Götze. Oh, verdammt, aber jetzt die andere Kombo, was war das denn noch? Die wollte doch Dinge von uns haben. Die Brille. Ein Magnet. Was war das denn noch? Vier Dinge. Ein Bart? Nein. Den Bart? Kammerjäger. Stimmt, irgend so ein Kammerjäger war das, ne? Oh Mann. Was ist denn der olle Kammerjäger? Da. Wie viele Dinge sind es jetzt? Was war das andere denn noch? Wollt ihr die hier irgendwas schon von haben? Die Brille, ja. Und hier? Boah, die Folge geht auch schon wieder 22 Minuten. Feuerlöscher. Zombie? Spinne? Eier? Nein. Spiegel, Eis, Marshmallows? Vier Dinge. Ein kaltes Metallerz? Nein. Ein Elfen? Glühbirnen? Zahnmonster? Vier Dinge. Zwei. Du hast sie mir bereits einmal gegeben. Okay. Dann werden wir das jetzt einfach mal versuchen. Das sind aber nur drei. Was wollte die denn noch haben? Glühwürmchen, glaube ich. Ach, shit. Ich glaube Glühwürmchen, oder? Ah, du bist jetzt erstmal unnütz, dann verbrenne ich dich erstmal eben einmal so. Komm schon. So, und ich meine, es war ein Glühwürmchen. So, komm schon. So, meine Damen und Herren. Mal gucken, ob ich jetzt recht hatte. Packen wir alles schön hier hin. Komm schon. Waren das Glühwürmchen? Okay, spinne dich nämlich nochmal mit. So, und ob ich recht habe oder nicht, sehen wir jetzt. Ich glaube, es war richtig. Error-Kombo. 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 Oh, scheiße. Was passiert? Es
Ist das das Ende? Oh. Komm, meine Coins. War die gar nicht einsam. Du? Alter Schwede. Guckt euch das Ding an. Das macht die Augen auf. Ist das jetzt wie bei Slenderman? Oh shit. Das ist ja schon ein bisschen spooky. What? What the heck? Ach, unser Haus ist das. Und das daneben ist das von Sugar Plums anscheinend. Alter Schwede. Okay, wir haben also unsere Bude doch in die Luft gejagt. Und da ist nur noch der Kamin übrig geblieben. Oh! Hallo, Dude! Ach, guck! Ich mach den Dance, und nun? Was passiert denn nun? Din, 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 din. Din, 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 din. Ich muss irgendwie gerade an Thriller denken. Okay. Oh. Tomorrow Bank. Was ist das für ein Dude? Hey, du! Spezialieferung! Ich habe gerade herausgefunden, dass ich existiere. Wer bist du? Keine Sorge. Ich bin nur der freundliche Postmann, der seine Runde macht. Es wird alles wieder gut. Wie lautet deine Adresse nochmal? Ich glaube, ich habe mein... Ich glaube, ich habe mein Haus wiedergebrannt. Ja, deine Adresse scheint kürzlich... Oh, von der Liste gestrichen worden zu sein. Ziehst du um? Vergiss nicht, bei deinem lokalen Post einen Nachsendeantrag aufzufüllen. Einen Moment, während ich deinen Brief suche. Ich weiß, er ist hier irgendwo. Du riechst vertraut. Du riechst vertraut. Oh gut, ich habe mal sehen. 331 Pakete und Briefe direkt zu dir nach Hause geliefert. Jedes Paket und jeden Brief habe ich dort abgelegt. Ah, dann ist das wohl der Typ von Amazon Prime. Direkt neben dir. Direkt neben dem Feuer. Du musstest dich nicht einmal umdrehen. Exzellenter, diskreter Service. Pünktliche Lieferung. Durch Regen und Schnee, aber meistens Schnee. In letzter Zeit wird es immer kälter, oder nicht? Ha, hier ist dein Brief. Danke für den exzellenten Service. Ich kann es kaum erwarten, ihn zu lesen. Danke, aber ich werde ihn wahrscheinlich so schnell ich kann durchklicken und ihn verbrennen. Ja. Ich bin sicher, er wird dich warm halten. Grüße. Ergebenst. Alles Gute. Mit freundlichen Grüßen. Lebe wohl. Es wird alles wieder gut. Das hoffen wir mal. Okay. Sugar Plums. Oh, es ist so hell. Bist du noch da? Erinnerst du dich vor langer Zeit? Du und ich und die Wand zwischen uns. Wir warfen Dinge über Tage und Stunden hinweg in das Feuer. Es war so warm. Wie die Umarmung einer fetten Made im Speck. Wir dachten, uns würde die Zeit nie ausgehen. Wo ist sie geblieben? Raus, raus, aus dem Kamin hinaus, so wie alles andere. Oh, da gibt es noch etwas, das ich dir sagen möchte. Wusstest du? Ich bin nicht verbrannt. Das ist schon mal toll. Das Haus brannte nieder. Und dann bin ich gegangen. Genau wie du. Es gibt da draußen eine ganze Welt. Du kannst gehen, wo auch immer. Nee, wohin auch immer du willst. Aber du kannst niemals zurück. Was? Ich bin am Strand. Ich sorge für meine großartige Bräune. Okay, danke für die Sonnenbrille. Ich kann es nicht fassen, wie wunderhübsch ich damit aussehe. Deine Freundin, SP Sugar Plums. Und nun? Können wir uns hier ein neues Haus kaufen? Katzenhotel. Okay, wir gehen mal ein bisschen weiter. Den Brief lassen wir da einfach mal liegen. Ist ökologisch auf jeden Fall auch richtig. Who's that? Habt ihr euer Haus auch verbrannt? Oh, komm mal nach. Wie komische Dudes sitzen hier. Okay. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das Spiel noch so ein Ende hat. Hier ist die Tomorrow Corporation.
Hallo? Ja, willkommen. Die Tore sind verschlossen. Du solltest wahrscheinlich nicht draußen sein. Hey, was ist das da hinten im dunklen Gebäude? Oh, willkommen bei Tomorrow Corporation. Die Zukunft ist Tomorrow. Was macht Tomorrow Corporation? Vielleicht kennst du Tomorrow Corporation Spiele sogar wie Thirsty Jam Pop oder Meine Kindheit, das Spiel oder Little Inferno Entertainment Fireplace. Du siehst aus, als wärst du vielleicht ein Fan von einem dieser Produkte. Du bist ja völlig mit Ruß bedeckt. Was ist denn das? Hey, warst du nicht für einen Busfahrer? Oh, du erkennst mich. Du kennst mein Werk? Ja, es scheint so, als ob ich mir einen Namen gemacht hätte. Wo war der denn, Busfahrer? War das auch eins von den Dingern, die wir da verbrannt haben? Im Hebel, Bedienungsgeschäft. Vielleicht hast du gehört. Ich werde ein Seminar abhalten bei der kommenden zukünftigen Innovationen in der Hebel-Bedienungstechnologie-Konferenz. Ach, Scheiße. Du solltest vorbeikommen. Ich kann dich einigen wichtigen Personen im Geschäft vorstellen. Bringe deinen Lebenslauf und deine Visitenkarte. Es ist alles verbrannt. Die Maschinerie wird sich nicht von selbst bedienen. Könntest du die Tore öffnen, damit ich rein kann? Oh, ob ich diese furchteinflößenden Tore öffnen kann? Meine einzige Aufgabe, die einzige Aufgabe, für die ich angestellt wurde, die einzige Aufgabe, die ich besser kann als jeder andere, ist, diese Tore zu öffnen. Also wenn du darum bittest, bitte erneut darum, mit Drama. Könntest du diese Tore öffnen, damit ich rein kann, bitte? Und? Was? Denke an das Drama. Das ist der Moment, in dem du durch diese Tore schreitest. Was das für ein Gebäude ist. Du könntest einen Raum finden, der leuchtet wie die Sonne. Oder du könntest einen Aufzug finden, der nur nach oben fährt. Oder du könntest ein Monster mit einem Herz aus Gold finden. Oder ein fantastisches Sommerpraktikum. Aber was auch immer hinter diesen Toren ist, wirst du niemals vergessen können. Also, noch einmal, mit mehr Gefühl. Pförtner, öffne diese Tore. Haha, flinke Finger, los geht's. Bleib zurück. Lass uns sehen, was diesmal passiert. Okay, also der Typ, der spackt da so ein bisschen rum. Alter Schwede. Was erwartet uns denn jetzt? Boah, ich habe jetzt gar nicht alle Kombinationen gemacht. Kann man das jetzt noch weiterspielen? Na, vielleicht kriegen wir gleich auch noch einen neuen Ofen. Vielleicht ziehen wir jetzt ja hier ein, in dieses Gebäude. Ja. Ich bin so geduldig. Kann auch nichts machen. Und jetzt aber mit Affenspeed dahin. Ich beeil mich. Ich kann nicht schneller laufen. Ich bin nur ein kleiner Dude im Sträflingsanzug und völlig falsch angezogen bei diesen Temperaturen. Oh Mann. Ja, willkommen bei Tomorrow Corporation. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Erstens, nee, eine weitere große Information über Tomorrow. Ach nee, eins, weitere großartige Informationen über die Tomorrow Corporation. Zwei, Beschwerden und Klagen betreffend Ihres Little Inferno Entertainment Fireplace. Drittens, mit einem unserer Angestellten sprechen. Ich habe eine Beschwerde. Mein Haus ist niedergebrannt. Ja, danke. Bitte stelle uns folgende Unterlagen bereit: Erstens, deine alphanumerische Hausratsversicherungsnummer. Zweitens, deine 16-stellige Kundenidentifikationsbestätigungsnummer. Dein Little Inferno Echtheitszertifikat, das du mit dem Produkt erhalten hast. Oh, Scheiße, war verbrannt. Du musst diese Unterlagen an die Nummer auf unserer Webseite faxen. Ich habe kein Faxgerät. Ich glaube, niemand hat eines. Außerdem ist mein Haus niedergebrannt. Genau, wer hat denn ein Faxgerät? Ja, ich werde auf deinen Fax warten. Danke. Ich würde gerne mit dem Angestellten sprechen. 0000. Ja, bitte warten. Hallo? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Ich möchte gerne... Nee, was schreibst du da? Ja, dieses Gespräch kann zum Zwecke der Qualitätssicherung aufgezeichnet werden. Es sieht so aus, als würdest du mehr Worte schreiben als sagen. Ja, ich schreibe ein Buch in einem anderen Fenster. In jeder kleinen Pause. Zwischen. Jedem. Wort. Um was geht es in deinem Buch? Ja, mein Buch ist eine schwelende Arbeit. Ein Geheimnis, eine Romanze, eine verbotene Affäre, ein Mord, ein brennendes Herz. Es ist so ziemlich eine Autobiografie. Was bedeutet der Titel? Ja, der Titel lautet, Rauchwolken über Feuerhausen. Eine spannende Fortsetzung meines letzten Buches, das grauenvolle Geheimnis. Das war das, was wir verbrannt haben, ne?
was ist das grauenvolle Geheimnis? Ja, es ist grauenvoll. Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Kann ich den Aufzug benutzen? Ja, danke der Nachfrage. Leider ist der Aufzug nur für autorisierte Angestellte der Tomorrow Corporation. Kann ich die Toilette benutzen? Ja, die Toilette ist den Aufzug rauf. Okay, danke, auf Wiedersehen. Ja, danke für deinen Besuch bei Tomorrow Corporation. Vergiss nicht, die Zukunft ist Tomorrow. So, jetzt dürfen wir doch den Aufzug benutzen. Und die hat auch diese ihre Brille aufgehabt. So. Hier ist nix. Hier ist dieser Waschbär, den wir auch verbrannt haben. Topf. Das Fahrrad. Ich weiß gar nicht, was das noch für ein Typ war, aber wir haben ihn auch verbrannt. Miss Nancy! Miss Nancy? Oh! Willkommen! Oh, es sieht so kalt da draußen aus. Bist du? Oh ja, ich bin Miss Nancy. Willkommen. Hattest du Spaß? Du hast Little Inferno Fireplace erfunden? Oh ja. Ja, ich habe diese Firma aufgebaut. Ich hoffe, Little Inferno hat dich gemütlich und mollig warm gehalten. Mein Haus ist niedergebrannt. Ja, Tomorrow Corporation bedauert mögliche Unannehmlichkeiten. Du siehst aus, als könntest du eine Umarmung vertragen. Oh. Erinnerst du dich? Ich habe dir einen Gutschein für eine Gratis-Umarmung geschickt. Vor langer Zeit. Hast du ihn mitgebracht? Nein, ich habe den Gutschein für eine Gratis-Umarmung verbrannt. Oh je, du hast ihn verbrannt. Ich hoffe, er hat dich warm gehalten. Wie lange schneit es schon? Oh, es schneit, solange ich zurückdenken kann. Und es wird kälter. Jeder Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht für immer so weitergehen. Oh, aber es ist wunderschön. Oder einfach nicht. Was kann nicht für immer andauern? Kannst du das dort sehen? Schau, soweit du kannst. Alles, was du da siehst, die ganze Stadt, sie verlangsamt sich. Und dann, eines Tages, wird sie stoppen. Eingefroren. Wie ein Familienfoto. Das ist grauenhaft. Sollten wir nicht etwas dagegen tun? Oh, es ist niemandens Schuld. Wir können nicht das Wetter kontrollieren. Wenn alles gefriert, warum gehen wir nicht alle fort? Du hast dein Haus niedergebrannt und du bist gegangen. Wohin wirst du als nächstes gehen? Du kannst gehen, wo auch immer du hin willst. Aber du kannst nicht zurückgehen. Du kannst nicht mit mir mitkommen. Was? Du gehst auch fort? Oh ja, ich habe gerade fertig gepackt. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich war zu lange hier und ich werde nicht jünger. Obwohl ich absolut fantastisch für mein Alter aussehe. Es gab so viele Dinge, die ich machen wollte. Wo ist all die Zeit geblieben? Oh, es ist einfach zu vergessen. Ich erinnere mich, wie ich eine Astronautin werden wollte und den Kosmos erforschen wollte und eine Symphonie komponieren wollte. Junge, wie lange geht denn das Spiel noch? Und zum Grund des Ozeans tauchen wollte und verlorene Städte entdecken wollte und neue Städte erbauen wollte und ein Muddle werden wollte. Aber bevor du dich versiehst... Oh. Wirst du dein Haus niederbrennen? Oh, haha. Was soll man machen, wenn man schon alles hat, was man sich hier erträumt hat? Ich weiß es nicht. Was soll man machen, wenn man schon alles hat, was man sich hier erträumt hat? Gott! Größer träumen! Okay, danke, dass du vorbeigeschaut hast. Oh, es war mir ein Vergnügen. Es ist Zeit. Es ist Zeit! Mwii! Okay. What the heck? Ich hab abgedrehtes Ende, oder? Das ist noch so storylastig am Ende wird. Nice Story, aber. Die fliegt erstmal mit einer Rakete davon. Oh, da winkt sie. Ja, das sieht skurril aus. Oh, wie er die Hände an die Scheibe macht. Nimm mich mit! Nimm mich doch mit! Ich will nicht erfrieren. Und da ist sie weg. Und wir sind wieder allein, allein, allein. Okay. Kann ich irgendwo hin? Ich gehe jetzt mal hier. Da kann ich wohl nicht hin. Dann gehe ich jetzt wieder zurück zu dieser netten... Jetzt echt den ganzen Weg zurückgehen? Okay.
Kannst du jetzt was Neues sagen? Ja, danke für deinen Besuch bei Tomorrow Corporation. Vergiss nicht, deine Zukunft ist Tomorrow. Kann ich jetzt hier lang gehen? Tatsächlich. Herzlich willkommen zu Limbo. Ein neues Spiel. Das soll es um sehr viele Gefahren gehen und Fallen. Und man spielt halt diesen kleinen Dude. Das erinnert ein bisschen an Limbo, oder? Gott, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir frieren doch. Eine Parkuhr. Oh, der Wettermann. Wichtige Wettermeldung. Ein klarer Horizont. So weit das Auge reicht. Bist du bereit aufzubrechen? Ja, ich bin bereit. Huhi, los geht's. Schließe einfach deine Augen. Gehe vorwärts und glaube. Was? Wirklich? Ich kann einfach über diese Kante des großen gefährlichen Felses... Nee, ich gehe... Was? Ich gehe einfach über die Kante dieses großen gefährlichen Felses und glaube... Okay, los geht's. Hallo Kind. Haha, war nur ein Witz. Dort unten sind überall scharfe Steine und Haie. Haie? Und puh, das ist ein langer Fall. Ich kann dich mitnehmen. Weit, weit, weit weg aus dieser Stadt. Dann bist du aber auf dich allein gestellt. Du kannst so weit weggehen, wie du willst. Aber wenn du gehst, wirst du dafür zahlen müssen. Und du kannst niemals zurück. Bist du sicher, dass du bereit bist? Ja, wir haben ja eh nichts zu verlieren. Ich bin bereit. Wichtige Wettermeldung. Die Sonne ist so groß, man kann sie beinahe anfassen. Das ist der Beginn von etwas großartigem. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken, über der Stadt. Gute Nacht. So, und jetzt fliegen wir auch hier auf dem Ballon immer mit, oder wie? Sieht so aus, wenn wir nur ein Auge haben. Das war das Spiel, Little Inferno. Okay, das Ende war auf jeden Fall, ist jetzt mal nicht so wie gedacht. Ich dachte, man kann jetzt einfach munter Sachen verbrennen, aber dass es jetzt noch so ein kleines Story-Ende am Ende gegeben hat. Ja, kann man machen. Teilweise vielleicht aber auch ein bisschen zu lang. Trotzdem fand ich das Spiel generell sehr, sehr witzig. Ich hoffe, ihr habt das auch bis jetzt noch mitgeguckt. Es ist auf jeden Fall die längste Folge zum Abschluss. Über 40 Minuten. Da ist es ja nicht so einfach. Aber wie gesagt, das Spiel hat mir echt gefallen. Ich habe das per Zufall gesehen. Hat auch nur ein paar Euros gekostet. Und ja, für alle, die hier zugeguckt haben, großes Dankeschön. Und ja, hoffentlich hat es euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel wieder. Bis zum nächsten Mal. Mr. Burns sagt, ciao.